Heute sprechen wir über ein Schiff der Kaiserlichen Marine, den kleinen Kreuzer SMS Köln der Kohlberg-Klasse, sowie der Schlacht von Helgoland 1914, die infolgedessen zur Versenkung der SMS Köln geführt hatte. Zu Beginn dieses Videos möchte ich Ihnen die Begrifflichkeit SMS erläutern. SMS steht für Seiner Majestät Schiff. Die SMS Köln wurde nach der preußischen Rheinprovinz, die viele von Ihnen als Stadt Köln bekannt ist, benannt. Sie wurde in der Germania Werft in Kiel gebaut und hatte ihren Stapellauf am 5. Juni 1909. Zur Besonderheit des Schiffs ist zu sagen, dass die SMS Köln zur Kohlberg-Klasse gehörte. Von dieser Schiffsklasse wurden von der Kaiserlichen Marine nur 4 Stück gebaut. Sie hatte die Besonderheit, dass sie die erste Klasse war, die über Turbinenantrieb verfügte. Somit war in der SMS Köln 15 Marinekessel sowie 2 Dampfturbinen, die sogenannten Germania-Turbinen, verbaut. Die Kosten des Baus betrugen damals schätzungsweise 8,7 Millionen Mark. Kommen wir zur Bewaffnung sowie der Panzerung des kleinen Kreuzers. Der Kreuzer war mit 12 Schnellfeuerkanonen des Kalibers 10,5 vom Typ 1145 mit ca. 1800 Schuss sowie 4 Schiffsgeschützen des Kaliber 5,2 vom Typ 1155 mit ca. 2000 Schuss ausgestattet. Zusätzlich befanden sich auf der SMS Köln 2 Torpedorohre. Das Deck wurde durch 20 bis 80 mm dicken Stahl geschützt. Nach dem Stapellauf am 5. Juni 1909 folgte jedoch die Indienststellung erst am 16. Juni 1911. Zur Besatzung gehörten 485 Mann. Die Besatzung stand unter den Befehlen vom Fregattenkapitän Hans Meidinger. Vor Beginn des Ersten Weltkriegs befand sich die SMS Köln auf Manöverfahrten in der Nord- sowie in der Ostsee. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs diente die SMS Köln dem Befehlshaber der Torpedoboote, Konteradmiral Lebrecht Maas, als Flaggschiff. An dem Morgen des 28. August 1914 wurden Teile der Küste von Helgoland von einer deutschen Vorpostenlinie, die aus 9 modernen Torpedobooten der ersten Torpedobootflottille bestand, gesichert. Um 5.56 Uhr am Morgen hatte das britische U-Boot E6 das Torpedoboot G-194 mit einem Torpedo beschossen. Allerdings ging der Torpedo an dem Torpedoboot G-194 vorbei. Da ich bei meinen Recherchen kein Bild vom Torpedoboot G-194 finden konnte, habe ich vergleichsweise ein Bild von anderen Torpedobooten für Sie bereitgestellt. Alarmiert durch den vorbeirauschenden Torpedo beschloss der Kapitän der G-194 das U-Boot zu rammen, jedoch war dies nicht möglich. Das Torpedoboot G-194 alarmierte demnach schnellstmöglich umliegende Kräfte über den im Morgengrauen geschehenen Angriff. Alarmiert durch die Telegrafiemeldung rückte die 5. Torpedobootflottille aus Helgoland aus und machte sich auf den Weg zur U-Boot-Jagd. Der Konteradmiral Lebrecht Maas befand sich an diesem Tag auf der SMS Köln, die in Wilhelmshaven vor Anker lag, da sie für eine außerplanmäßige Kohleübernahme dort Halt machen musste. Der Konteradmiral erhielt ebenfalls die Meldung und ging davon aus, da in diesem Tag die Sichtverhältnisse in Wilhelmshaven sehr gut waren, dass die 5. Torpedobootflottille als Unterstützung ausreichen sollte und diese ein leichtes Spiel mit dem feindlichen U-Boot haben werden. Heutzutage wissen wir natürlich, dass die Sichtverhältnisse nicht so waren. In Helgoland war es nebelig am frühen Morgen, die Sichtverhältnisse waren daher sehr schlecht, ideal natürlich, um ein U-Boot zu verstecken, was natürlich für die deutschen Kräfte schwierig war, das feindliche U-Boot zu jagen und zu vernichten. Thank you.
Konteradmiral Lebrecht Maas befehligte daraufhin die SMS Frauenlob und die SMS Stettin zur Hilfe. Die 5. Torpedobootsflottille stieß überraschend auf einen Teil der britischen Zerstörer mit dem Kreuzer HMS Arethusa und eröffnete das Feuer. Dabei landeten die Deutschen einige Treffer, jedoch war die HMS Arethusa weiter kampffähig und eröffnete ihrerseits das Feuer. Die Deutschen waren daraufhin gezwungen, sich nach Helgoland zurückzuziehen, wobei die beiden Torpedoboote S-13 sowie das Torpedoboot V-1 durch Artillerietreffer beschädigt wurde. Die auf Helgoland stationierte Küstenbatterie konnte durch die schlechte Sicht keinen Feuerschutz leisten, was den Rückzug sowie die Abwehr der Briten erschwerte. Der britische Kreuzer HMS Fearless lief mit einem Teil der Zerstörer im Norden auf einem Parallelkurs, griff aber nicht in das laufende Kampfgeschehen ein. Im Laufe dessen stießen die Briten auf die zweite deutsche Vorpostenlinie, jedoch konnten die Briten um 8 Uhr von den vorher ausgesandten kleinen Kreuzern SMS Frauenlob und der SMS Stettin abgefangen werden. Kurz darauf landeten die Briten erhebliche Treffer auf die SMS Stettin, so dass der deutsche kleine Kreuzer gezwungen war, das Schlachtgeschehen zu verlassen und sich auf den Kurs Richtung Helgoland zurückzuziehen. Die SMS Frauenlob eröffnete das Feuer auf die britische HMS Arethusa und konnte diese erheblich beschädigen. Dadurch waren nun auch die Briten zum Abdrehen gezwungen. Die SMS Frauenlob war durch ihren Erfolg beflügelt und versuchte die britische HMS Arethusa zu verfolgen, jedoch gab sie dieses wieder recht schnell auf. In der Zwischenzeit hatten zwei britische Zerstörer die Verfolgung auf das deutsche Torpedoboot V-187 aufgenommen und konnten dies um 9.10 Uhr versenken. Die britischen Kreuzer begannen, die überlebenden Deutschen zu retten. Doch dann konnten sie die SMS Stettin sichten. Die Briten unterbrachen daraufhin sofort die Rettungsmaßnahmen und ließen die Überlebenden sowie einige ihrer eigenen Besatzungsmitgliedern auf den Booten zurück. Im späteren Verlauf traf ein britisches U-Boot auf die treibenden Überlebenden und nahm die zurückgelassene britische Besatzung mit. Jedoch wurden die deutschen Überlebenden auf ihren Booten zurückgelassen und erhielten etwas Proviant, einen Kompass sowie den dazugehörigen Kurs auf Helgoland. Man muss hier fairerweise sagen, dass dieses Verhalten trotz des Nicht-an-Bord-Nehmens seitens der Briten lobenswert ist. Man kann sich vorstellen, in U-Booten ist so oder so wenig Platz. Da noch zusätzlich mehr Leute einzupacken, ist natürlich für die Besatzung immer schwierig. Durch das Abdrehen der britischen Kreuzer meldete die SMS Stettin: Auf die Meldung der SMS Stettin, dass sich die Briten zurückzögen, kehrten die deutschen Schiffe, die vorher alarmiert wurden, die Hela sowie die Ariadne, auf ihre Patrouillenposition zurück. Der befehlshabende Konteradmiral Lebrecht Maas beschloss daraufhin, dass er mit der SMS Köln in der Begleitung der SMS Straßburg sowie der aus der Ems kommenden SMS Mainz unter Kapitän zur See Wilhelm Paschen die Verfolgung der sich zurückziehenden Briten aufzunehmen. Die Briten nutzten die Gefechtspause, um ihre verstreuten Zerstörer neu zu formieren. Dabei setzten sie Kurs in den Westen. Die SMS Straßburg konnte die Briten sichten und griff darauf hin, dass sich gerade formierende britische Geschwader an. Die Briten konnten durch einige Salven den deutschen Zerstörer beschädigen und zum Abdrehen zwingen. Jedoch entdeckte dabei die SMS Straßburg die britische HMS Arethusa, die vorher in Zusammenstößen mit der 5. Torpedobootflottille schon beschädigt wurde. Daraufhin eröffnete die SMS Straßburg das Feuer. Beim Eintreffen der ersten Geschosse in der Nähe der HMS Arethusa forderten die Briten Verstärkung von ihren Schlachtkreuzern an. Dabei wurde die SMS Straßburg von Torpedos getroffen und musste den Angriff abbrechen. Die SMS Mainz sowie die SMS Köln griffen währenddessen in das Schlachtgeschehen ein und wurden jedoch auch von den Briten zum Abdrehen gezwungen. Gegen 11.50 Uhr traf die britische Verstärkung ein.
Die SMS Mainz hatte nun das Pech, dass sie genau auf das sogenannte Havisch-Geschwader Kurs nahm. Durch die Schäden am Schiff konnte die SMS Mainz dem britischen Geschwader nicht entkommen und im Mute sowie der Verzweiflung eröffneten die Deutschen mit ihrem rauchenden, schwimmenden Stahlkolben das Feuer. Die SMS Mainz lieferte sich ein hartes Gefecht mit den Briten. Jedoch wurde sie im Laufe dessen gefechtsuntauglich. Daraufhin stellten die Briten das Feuer um 12.25 Uhr ein und begannen die überlebenden Deutschen an Bord zu nehmen. 40 Minuten später sank die SMS Mainz auf dem Meeresgrund. Als die deutschen Überlebenden an das vom Konteradmiral David Beatty geleiteten Schlachtkreuzergeschwader übergeben wurden, begrüßte er diese mit den Worten: „Ich bin stolz, so tapfere Männer an Bord meines Geschwaders begrüßen zu dürfen." Einige Schiffe der deutschen kaiserlichen Marine konnten sich zurückziehen und sich später mit den Schlachtkreuzern zusammenlegen. Darunter war zum Beispiel auch die SMS Straßburg. Sie entkam durch den Nebel, obwohl sie jedoch mehrfach gesichtet wurde, wurde sie fälschlicherweise von den Briten als britisches Schiff gehalten. Um 13.25 Uhr wurde der britische Schlachtkreuzer HMS Lion auf die SMS Köln aufmerksam und eröffnete das Feuer. Die SMS Köln leistete erbitterten Widerstand, doch der HMS Lion gelang es, die SMS Köln zu versenken. Sie war das letzte Schiff, was an diesem Tag in Kampfhandlungen verwickelt wurde. Von der 485 Mann Besatzung der SMS Köln überlebte nur der Oberheizer Adolf Neumann. Er trieb 76 Stunden im Meer und konnte sich durch einen zerstörten Kutter über Wasser halten. Er wurde später von einem deutschen Torpedoboot gerettet. Der Kutter, der den Oberheizer Adolf Neumann das Leben rettete, wurde später auf Norderney angeschwemmt. Der Inselkommandant Freiherr von Solemacher Antweiler kaufte das Wrack vom Erwerber und schenkte es der Stadt Köln. Heutzutage kann man das Wrack noch in der Kölner Eigelstein-Torburg besichtigen. Zudem findet man dort auch eine Gedenktafel, die an die Schlacht von Helgoland erinnert. Über das Schicksal des Kommandanten der SMS Köln wurde am 9. September 1914 in einer Zeitung berichtet. So lautet die Meldung: Kiel, 9. September. Die Leiche des Kommandanten der kleinen Kreuzer Köln, Fregattenkapitän Meininger, der im Seegefecht in der Nordsee mit einer englischen Übermacht den Heldentod fand, ist zur Beisetzung nach Kiel übergeführt worden. Der Gebliebene gehört der Marine seit fast 24,5 Jahren an. Davon entfielen zwei Drittel auf Bordkommandos. Meidinger wurde im März 1908 Korvettenkapitän, im November 1912 Fregattenkapitän. Das war's dann auch schon mit dem Video zum Thema SMS Köln und der Schlacht von Helgoland. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In der Recherche war es ein bisschen schwieriger, da damals natürlich keiner mit einem Notizblock da stand und den genauen Zeit und die genaue Folge aufgeschrieben hat, wer wo angegriffen hat. Es wurde alles rekonstruiert und man kann das mit ein bisschen Arbeit sich so zusammenreimen, wie ich das jetzt versucht habe für euch zu machen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.